Namaste und herzlich willkommen zur tantrischen Online-Couch. Ich begrüße die Live-Gäste, die jetzt hier sind, und ich begrüße die YouTube-Gäste, die dieses Video angeklickt haben und dieses Interview sehen wollen. Ich bin Klaus Sadadasa, ich moderiere diese tantrische Online-Couch, und diesmal geht es um das Thema traditionelles Tantra, und dafür habe ich den Johannes Garnisch Bönig eingeladen. Namaste, Johannes Garnisch. Ja, Namaste, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, das finde ich auch. Ich habe mich schon gefreut. Ja, ich kenne dich ja schon ein bisschen von dem Online-Festival von Mara und Silvio, wo du auch schon über traditionelles Tantra geredet hast. Und ja, wie du gesagt hast, heute wird es ein bisschen anders, und dann bin ich mal gespannt, was da kommt. Ja, soll ich Magst mal, ja? du dich kurz vorstellen, wer du bist, was du erlebt hast, wo du herkommst, wie du zum Tantra und zum traditionellen Tantra gekommen bist? Ja, also ich bin ja sozusagen als Lehrer noch nicht so lange unterwegs und habe, also vielleicht mal 3 Jahre oder so, ne? Und habe vorher was ganz anderes gemacht, was ich auch immer noch mache im Prinzip, aber nur nicht mehr so intensiv. Ich habe als junger Mann war ich Tänzer, habe die Welt bereist in Sachen Tanz. Wurde dann Choreograf und habe als Choreograf eine relativ, also eine schöne Karriere gehabt, wo ich wirklich ja, die Gelegenheit hatte, an sehr großen Häusern zu arbeiten und wunderbare Sachen zu machen, mit tollen Künstlern zu arbeiten. Und das hat mich auch lange Zeit sehr erfüllt. Und ich habe aber immer parallel dazu einen spirituellen Weg, ja, den bin ich halt gegangen. Und aber als Privatmann und habe das eigentlich gar nicht weiter verfolgt. Ich habe, da ich in den Niederlanden lebte, 10 Jahre lang, ab meinem Studium, bis ich dann wieder nach Deutschland kam, weil ich in Dresden Ballettdirektor war, habe ich dann oder wurde, habe ich in den Niederlanden mich dem Sufismus zugewandt. Das heißt, ich habe innerhalb des Sufi-Orden des Westens, wie es damals hieß, das ist heute Inayati-Orden, das ist so eine Art ökumenischer Sufismus, könnte man sagen, der alle Weltreligionen mit einschließt, also nicht nur den Islam. Dort habe ich meine Meditationslehrerausbildung gemacht, habe das Zentrum in Amsterdam mitgeleitet und dann auch eine Zeit lang ein Zentrum in Österreich geleitet und habe aber in der Zeit festgestellt, dass ich, wie soll ich sagen, keinen Ansatz hatte, um meine sexuelle Lust, um die Erotik, die bei mir schon immer in meinem Leben eine sehr große Rolle spielt und im Vordergrund stand, um das zu integrieren. Und dadurch kam ich dann auf Tantra und war, und das will ich jetzt sagen, das ist eine persönliche Haltung von mir, das hat nichts damit zu tun, ob ich etwas gut oder schlecht finde, sondern für mich persönlich war ich immer sehr enttäuscht von dem, was ich an Neo-Tantra gefunden habe, weil das überhaupt nicht mit dem, was ich an spirituellen Dingen bisher erlebt hatte, in irgendeiner Art und Weise dass dem die Hand gegeben hat, die Hand gereicht hat. Also habe ich im traditionellen Tantra gesucht. Und dann auch später gefunden und praktiziere das eigentlich seit ich, naja, 27 bin, 26, 27, bin jetzt 61 geworden und habe das zeitweise eine Zeit lang parallel nebeneinander gemacht. Mein Sufi-Lehrer war sehr tolerant. Ich konnte also tantrischer Kali-Anhänger sein und gleichzeitig ihn anrufen, wenn ich irgendwelche Probleme bei den Meditationen hatte und so weiter. Das war sehr toll. Er ist dann gestorben und vor ja auch 3 Jahren, etwa 3 Jahren. Und wie das oft so ist, wenn der Lehrer stirbt und dann findet bei dem Schüler oder bei den Schülern oft ein durchschlaggebendes, wie soll ich sagen, ja, ein
Prozess oder ein Umbruch. Situation, ein Umbruch statt. Ja. Und so war das auch bei mir. Man nennt das heutzutage das Erwachen. Und das habe ich also dann erlebt. Und seitdem hat sich mein Leben grundlegend geändert. Und für mich steht vor allem das Lehren von dem, was ich bis dato praktiziert und gelernt habe, jetzt im Vordergrund. Und zwar nicht so sehr, um jetzt Geld damit zu verdienen, sondern vor allem, um das, was ich bisher gelernt habe, was ich praktiziert habe, an Leute weiterzugeben, damit das nicht mit mir sozusagen dann wieder vergeht. Meine Info ist, dass du Anfang der 2000er, der Nullerjahre angefangen hast, dich vertieft mit Tantra zu beschäftigen, richtig? Wann war denn das vertieft? Vertieft würde ich sagen in den 90er, ja. Okay. Ja, und zwar eigentlich, also ich würde das Datum setzen 1992, weil ich ab dem Zeitpunkt in einer tantrischen Gemeinschaft gelebt habe. Okay. Was war denn dein ausschlaggebender Grund, dass du gesagt hast, jetzt lehrst du auch traditionelles Tantra? Ich wurde angesprochen von vielen Leuten. Und zuerst habe ich mich noch geziert und habe gesagt, nein, ich habe das mein Lebtag nicht gemacht, ich will das auch nicht. Und habe mich dann aber überzeugen lassen, dass das, was ich zu geben habe, für andere Leute relevant sein könnte. Das war der Grund. Und es ist, ja. Mittlerweile gibt es noch viele andere Gründe, muss ich sagen. Aber das war damals der Grund, um das zu machen. Okay, ich habe irgendwie auch im Hintergrund oder im Hinterkopf, dass auch irgendwie eine spirituelle Erleuchtung, ein spirituelles Erwachen auch zu einer Entscheidung bei dir geführt hat. Ja, ja, das war das, was ich sagte vor 3, 4 Jahren. Ich weiß nicht mehr genau. Moment, das waren 2001, 98. Ja, genau. Ja. Also am 16. Februar 2018 passierte das. Ich weiß das sogar ganz genau, okay. Weil das wirklich weil wirklich was vollständig anders war, als ich damals aus der Meditation aufstand. Ne? Okay. Ja. Ja, du machst traditionelles Tantra. Ja. Wo und wann entstand denn das traditionelle Tantra? Boah, ich finde es mittlerweile vermessen, etwas, also das Tantra, was ich lehre, traditionelles Tantra zu nennen, weil es gibt so viele tantrische Traditionen. Ja, also man kann, es gibt so viele verschiedene Linien, die sich dann gekreuzt, vereinigt und wieder getrennt haben. Und es gibt so viele Regionallinien und es gibt so viele Hauptströmungen und Nebenströmungen, dass es ganz schwierig ist, um zu sagen, ich unterrichte traditionelles Tantra. Aber es umschreibt natürlich das, was ich mache, am besten, weil es ein paar ganz grundlegende Unterschiede zu dem heutigen Neo-Tantra gibt, auf die ich dann auch kommen werde. Also ich würde sagen, es gibt drei Aspekte, die ich lehre, so rein philosophisch, spirituell. Und das ist also die Lehre der Chakras und das Aufsteigen der Kundalini, das ist das eine. Die Lehre der 10 Mahavidyas, also der 10 kosmischen Kräfte, die Dasha Mahavidyas. Und eine bestimmte Form oder einen bestimmten Aspekt des Shri Vidya. Ne? Und das sind die drei Dinge, die ich lehre oder mit denen ich mich beschäftige. Wobei auch in der Reihenfolge sozusagen die Intensität und Tiefe ist. Also das mit den Chakras, das kennen ja alle sozusagen mehr oder weniger. Und auch alle wissen ungefähr, was ein Kundalini-Erwachen oder ein Kundalini-Aufstieg ist oder sein könnte. Ja, und dann die 10 kosmischen Kräfte, das ist eine typische Ausrichtung auf den Shaktiismus. Für mich ist Gott eine Frau, um es mal so zu sagen, ganz platt gesagt.
Ich bin ein Shakti-Verehrer, insbesondere ein Kali-Verehrer. Und ja, innerhalb dieser Verehrung von Kali gibt es dann einen bestimmten Aspekt des Sri Vidyas, was ich Kama Kala nenne. Das ist auf Englisch heißt das The Kernel of Desire. Ich übersetze es am liebsten mit die Essenz der Sehnsucht. Und da sind wir dann schon mitten in dem, was ich traditionelles Tantra nenne. Was ich vorher noch mal sagen will wie soll ich das erklären, ja, damit es klar bleibt, was ich eigentlich darunter verstehe unter traditionellem Tantra, das ist, die Traditionen im hinduistischen Tantra, und ich praktiziere hinduistisch stämmiges Tantra, die sind alle gekennzeichnet durch Glaubenssysteme innerhalb des Hinduismus. Also du hast verschiedene Hauptströmungen, wie zum Beispiel die Shivaiten, also Shaiva, die Shakta, wo die Göttinnen verehrt werden. Du hast die Ganapataya, wo Ganesha verehrt wird, die Vaishnava, wo eben Vishnu oder besser gesagt Krishna verehrt wird. Und eine dritte ist mir gerade entfallen, macht aber nichts. Eine fünfte meine ich. Und diese Dinge sind alle sehr auf die Religion angelegt. Ja? Jetzt ist es so, man kann natürlich nicht in den Westen gehen und kann sagen, du musst jetzt erst Hindu werden, bevor du Tantriker werden kannst. Das wäre ja auch in gewisser Weise unsinnig. Komme ich aus einer Sufi-Tradition, die das auch gemacht hat. Die haben gesagt, du musst nicht Moslem werden, um Sufi werden sein zu können. Und deswegen habe ich mir dort, muss ich zugeben, einiges abgeguckt, wie sozusagen die Spiritualität von der Religion, aus der Religion herausgelöst werden kann und als eigenständiges, sinnhaftes, esoterisches Gebäude, also Esoterik im Sinne von die Lehre, die innere Lehre einer Religion oder einer Weltanschauung, um als solche leben und funktionieren zu können. Ja, also du könntest sozusagen auch theoretisch Atheist sein und trotzdem das Tantra praktizieren, was ich unterrichte, weil ich nicht an einen Gottesglauben anknüpfe in dem Sinne, obwohl ich natürlich die ganzen Gottheiten und kosmischen Energien und übergeordneten Kräfte natürlich mit ihren Namen als Götter anspreche. Aber das bedeutet nicht, dass du ein Glaubensbekenntnis diesen Gottheiten gegenüber ablegen musst, wenn du auf dieser Frequenz beispielsweise meditierst und in eine innere Vereinigung, also in ein Samadhi gehen würdest. Okay. Du hast eben schon angesprochen, dass du dich gegen das Neo-Tantra entschieden hast. Deswegen auch die Frage, wo ist denn der Unterschied zwischen dem traditionellen Tantra, so wie du es lehrst, und dem Tantra, was üblicherweise im Westen gelehrt wird? Es gibt viele Unterschiede, aber es gibt einen ganz entscheidenden, und das ist die Rolle der Gefühle, der Emotionalität. Und das hat dann etwas mit einem wohl oder nicht therapeutischen Ansatz zu tun. Wenn du zum Beispiel ich habe mir gerade von Advaita die Tantra-Couch angeguckt vor ein paar Tagen, und sie ist eine typische Vertreterin der Herangehensweise, um zum Beispiel tantrische Sexualität oder ein Ritual, ein tantrisches Erleben und tatsächlich ausfüllen zu können, musst du eine einigermaßen gesunde und funktionierende Sexualität haben. Und dafür arbeitest du dann erstmal an deinem ganzen Schatten, an allem, was nicht so richtig geklappt hat in deiner Erziehung, in deiner Kindheit.
du versuchst, die größten Traumata auszuarbeiten, um zu gesunden, damit du dann ins Tantra hineingehen kannst. Und so wurde ich nicht unterrichtet von meinen Lehrern. Ich wurde im Gegenteil so unterrichtet, dass meine Lehrer gesucht haben nach meinen emotionalen Schwachpunkten, mich dort gegriffen haben und mich in einen Zustand des Nichtdenkens versetzt haben, aufgrund von heftigen, durchaus auch negativen Gefühlen. Und die waren sozusagen vor allem einer, Yogi Devnath, ein Nat-Yogi, der war da ein Meister in dieser Sache. Der hat dich also wirklich an einen Punkt gebracht, mich an Punkte gebracht, wo ich wirklich nicht mehr wusste, nicht mehr ein- noch aus wusste, wo auch meine damalige Identität oder Identifikation mit dem, was ich glaubte zu sein, sehr, sehr stark ins Wanken kam. Und das hat er einfach gemacht, damit ich in einer Art Übersprungsreaktion in die nächste Ebene hineinkomme. Ja, und das machen die wirklich. Und das ist halt eine ganz andere Herangehensweise. Man kann das hier im Westen nicht wirklich auf die gleiche Art und Weise machen, wie ich das in Indien erlebt habe, muss ich sagen. Weil das bedarf dann ja auch einen Lehrer, der wirklich sieht, wo deine Probleme sind und der weiß, wie diese dann anzupacken sind, oder? Nein, ich glaube nicht, dass er das wusste. Ich glaube einfach, dass er gesehen hat, aha, dort hat er ein Problem, dort stelle ich ihm jetzt ein Bein und dann werde ich ihn auffangen. Okay. Also die haben keine psychologische Kenntnis oder so. Zumindest vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen, wie sagt man das so? Für den Hausgebrauch. Menschenkenntnis. Ja. Aber genau. Scheinbar scheint es ja zu funktionieren, oder? Ich muss dazu sagen, ich bin nicht gegen Therapie. Ich habe selbst 3 große Therapien gemacht und als Klient und finde das durchaus angebracht, dass man seine Persönlichkeit in Ordnung bringt, wenn man einen spirituellen Weg gehen will. Nur, das ist nicht das, was ich mache. Ich fungiere als tantrischer Lehrer und nicht als Therapeut. Und da ist der nächste Unterschied. Ja, die meisten Tantra-Lehrer im Neo-Tantra sind gleichzeitig Therapeuten. Und ich denke, dass da sehr viel Gutes unterwegs ist und dass viele Leute, ja, also Osho ist ja da die zentrale Figur gewesen sozusagen, der diese Brücke geschlagen hat zwischen Spiritualität, östlicher Spiritualität auf der einen und westlicher Therapie oder Psychologie auf der anderen Seite. Mit sehr vielen, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ne? Also mit sehr viel Kollateralschäden auch. Und ich bin froh, dass das zu einer Zeit gemacht wurde, wo ich mich für diese Sachen noch nicht so interessiert habe. Okay. Ja. Hat denn das traditionelle Tantra ein Ziel und wenn ja, welches ist das? Oh, das ist, ja, natürlich. Also es wird immer gesagt, Tantra, also das traditionelle Tantra betrifft es dann, ist der schnellste Weg. Man kann innerhalb von einem Leben die hohen spirituellen Ziele erreichen und ich benenne, das macht dann jeder wieder anders, ja. Aber ich benenne die in 3 Stufen. Das ist Erwachen, Erleuchtung und Befreiung. Das Erwachen ist ein Sterben des eigenen Egos, zumindest zu einem sehr großen Teil. Die Erleuchtung ist eine Art ständiges Eins, ein ständiges Einheitsbewusstsein mit allem. Und die Befreiung ist der Zustand, in dem ich so losgelöst bin von meiner Inkarnation und von meinem Karma, dass ich nicht mehr wiederkehren muss. Vorausgesetzt, ich will nicht mehr. Man kann natürlich auch als eine Art Bodhisattva wiederkommen, was jetzt wieder mehr im buddhistischen Rahmen wäre, aber das machen natürlich auch andere befreite Leute,
die nicht in Also Bodhisattva heißt jetzt als jemand, der wieder zurück auf die Erde kommt, um dort einen Dienst für die Menschheit zu liefern. Genau, ja. Genau. Also das würde ich als Ziele. Hört sich jetzt nach sehr hehren Zielen an, wo ich mich frage, sind die überhaupt erreichbar? Ja, natürlich. Das ist unser Geburtsrecht. Jeder und jede kann dieses Ziel erreichen. Ja, wenn es sind jetzt nicht so viele Leute da, aber man weiß, wie viele, man weiß nicht, wie viele Leute sich das noch angucken werden. Aber ich gehe davon aus, dass niemand mit einer solchen Lehre in Kontakt kommt, für den das karmisch nicht im Bereich der Möglichkeiten liegt. Das ist okay. vor allem in dieser Zeit ist das total, ich würde mal sagen, sicherlich das Erwachen, also dieser erste Schritt, das ist wie eine Art spirituelle Pubertät. Ne? Und das ist für uns alle möglich. Und ich denke, dass die meisten Leute das nur nicht erreichen, weil sie denken, es ist zu weit weg. Aber ich denke, jeder Mensch kann das ohne weiteres erreichen, wenn die Hingabefähigkeit groß genug ist. Dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Mit welchen Praktiken kommt man dann zur Erleuchtung oder zur Befreiung? Das machen natürlich viele auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Und auch da, muss ich sagen, unterscheide ich mich von anderen. Und das ist auch wiederum ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte das weitergeben. Ich denke, dass also meine Praxis, die teilt sich auf in drei Baustellen. Die eine ist der Hatha-Yoga. Das spielt für mich eine übergeordnete Rolle, was die Körperlichkeit betrifft, was die Energielenkung, die ja im Körper stattfindet. Zur kurzen Aufklärung für die Leute, die vielleicht nicht ganz so bewandert sind, das ist das Yoga, was man üblicherweise in Yoga-Studios lehrt. Ich würde das, was man üblicherweise lehrt, nicht Yoga nennen, sondern indische Gymnastik. Okay. Ja, weil der Yoga ist nochmal was anderes. Yoga ist immer eine Art spirituelle Übung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Ashtanga-Yoga mache und dann kann ich sehr fit werden körperlich, also Power-Yoga, ja. Und ich kann, also mein Kreislauf und mein Herz und die Dehnbarkeit und die Kraft und so weiter und so fort, das kann ich alles unglaublich aufbauen, aber ich bereite mich nicht vor auf ein Kundalini-Erwachen. Und dafür benötigt man nochmal eine andere Art von Yoga. Und das sind die tantrischen Yoga-Richtungen. Da gibt es verschiedene Lehrer, die ich auch ziemlich gut finde, auch in Europa. Und man kann auch nur das machen, zum Beispiel, dann braucht man gar nicht sich mit dem ganzen Tantra zu befassen. Aber für mich ist das eben ein Teil dessen. Und das heißt, man praktiziert sehr viel Pranayama, sehr viele Mudras, wobei das nicht irgendwelche Fingerfertigkeiten sind, sondern auch interne, geheime Mudras im Körper. Verschiedene Muskeln, die man lernt zu finden und zu kontrahieren in bestimmten Situationen, auch während des Akts, also während des Sexualakts. Und dadurch Energien kanalisiert, die Energien von sich selbst und vom Partner gemeinsam kontrolliert. Ja, und da gibt es also ganz viele verschiedene Herangehensweisen, die auch sehr individuell sind. Das nächste Tischbein von diesem Tisch mit drei Beinen, auf den ich da gebaut habe, sozusagen, das ist die Sexualität. Und die Sexualität, die teile ich auf in zwei Teile. Und zwar den einen Teil, den ich in die Alltagssexualität hineinnehme. Das wäre dann für einen Mann, wäre das Ejakulationskontrolle, das wäre Energielenkung durch verschiedene Positionen, das Steigern der Lust, multiple Orgasmen und so weiter und so fort, die alle eine energetische Tragweite hat.
Und daneben dann das Rituelle. Das ist etwas, was relativ mehr oder weniger geheim praktiziert wird. Das heißt, darüber spricht man nicht, was da eigentlich passiert. Obwohl es gar nicht, wie soll ich sagen, wir alle kochen bloß mit Wasser, muss ich dazu sagen. Ja? Also das ist jetzt nicht irgendwie oder das Ritual, da muss ich jetzt mal unbedingt hin. So ist es nicht, aber der Effekt, die Wirkung ist einfach sehr intensiv. Und dann gibt es halt einen Bereich dazwischen, also Meditation in Vereinigung, Transfigurationsübungen, ja, verschiedenste ritualähnliche Dinge, die man machen kann miteinander. Das wäre die Erotik. Und dann kommt der Kern und das ist die Meditation. Und das ist bei mir Laya-Yoga, obwohl ich da nicht so dogmatisch bin wie viele andere Tantriker, die das praktizieren. Die sprechen darüber gar nicht und sprechen auch die Mantras nicht aus und so weiter. Ich mache einen fließenden Übergang zwischen Laya und Japa. Das heißt also, ich gebe durchaus Meditationen, wo die Mantras laut ausgesprochen werden. Und wenn die Leute dann ihre Einweihungen bekommen in den Laya-Yoga, und dann sage ich, pass auf, ab jetzt solltest du den bloß noch aussprechen, wenn du tatsächlich meditierst. Egal, ob du jetzt das laut machst oder ob du es intern machst, spielt keine Rolle. Also versuch das zurückzunehmen, aber Geheimhaltung finde ich nicht so wichtig bei diesen Dingen. Aber der Laya-Yoga ist für mich die größte Entdeckung des Tantras überhaupt. Kannst du mal kurz beschreiben, was hinter Laya-Yoga steckt? Ja, ich versuche es kurz zu machen, weil das ist wirklich eine sehr komplexe Sache. Es gibt generell zwei Formen des Laya-Yogas. Laya-Yoga mit Yantra oder Laya-Yoga mit Mantra. Laya bedeutet Auflösung. Laya bedeutet die Auflösung des Bewusstseins. Und jetzt muss man sich vorstellen, die alten Rishis, die Mantras gefunden haben, die haben die ja nicht erfunden, sondern gefunden. Und ich spreche jetzt von den Bija-Mantras, wovon zum Beispiel Om das bekannteste ist. Ja? Und diese Bija-Mantras, die sind, ja, die das sind nicht keine Worte, die die gehört haben, sondern die haben Töne gehört. In einer bestimmten Konzentration auf ein Chakra, auf eine Gottheit, auf eine Bewusstseinsebene oder wie auch immer, haben die immer Töne gehört. Und diese Töne haben sie beschrieben. Und die Beschreibung dieser Töne, das ist das, was wir unter den Mantras verstehen heute. Das bedeutet, wenn du Laya-Yoga praktizierst, dann wiederholst du nicht ein Wort, sondern du invozierst mit diesem Wort diese bestimmte Frequenz, fängst an, die zu hören und löst dein Bewusstsein und deine Kundalini-Shakti in der Frequenz dieses Tons auf und gehst dann in Samadhi. Wenn du es ganz knapp beschreiben willst. Perfekt, Johannes, perfekt. Ja, und das ist echt so mein Ding, ne? Laya-Yoga. Okay. Ja, ne? Du hast schon jetzt ein paar Mal von Kundalini-Shakti erzählt. Kundalini-Shakti ist ja die Energie, die im, kannst mich gerne korrigieren, wenn ich da was Falsches sage, die im Beckenboden sitzt und die es zu aktivieren geht, damit sie durch alle Chakren geht und durch das oberste Chakra hindurch dann in Verbindung geht mit dem, ich sag mal, universellen Bewusstsein. Wie sind die Methoden, um diese Energie zu erwecken? Also, an der Stelle muss ich sagen, es gibt so viele tantrische Wege, wie es Tantriker gibt und Tantrikerinnen. Das ist tatsächlich, wenn eine Person zu mir kommt und sagt, ich möchte das gerne machen oder ich habe schon eine teilweise oder ganze Erweckung erlebt und dann gehe ich da ganz individuell ran an die Geschichte. Ich habe da kein Rezept für. Und ich denke auch, dass Rezepte hierfür nicht funktionieren, weil wirklich die gesamte, und da sind wir dann wieder bei der Emotionalität, die Emotionalität eine ganz entscheidende Rolle dabei spielt. Also wenn du jetzt hier zum Beispiel anguckst, das Kundalini-Shakti in Muladhara-Chakra, also im Wurzelchakra, schläft und dort erwacht.
Und dann kommt in diesem Erwachen, bricht sozusagen die gesamte Emotionalität dieses Chakras auf. Das heißt, Herkunftsfamilie, Zuhause fühlen, Hunger, Essen, defekieren, Geld verdienen, Geld ausgeben, Bankkonto, all diese Dinge, zu Hause, sich zu Hause fühlen, Dach über dem Kopf, Nestbautrieb und so weiter. Diese ganzen Dinge, die kommen dann in dir hoch. Und dort hat jetzt schon in dem Bereich jeder Mensch eine völlig andere Voraussetzung. Also du kannst nicht sagen, bei jeder Person musst du dann 1, 2, 3, 4 diese Dinge durchackern und dann geht das hoch ins nächste Chakra. So funktioniert das nicht. Du musst die Leute ganz individuell anpacken, bei der Hand nehmen und dann mit ihnen den Weg gehen, den sie gehen wollen. Und ich sage ja auch, was ich mache, das nenne ich den Weg der Erfüllung im Gegensatz zum Weg der Entsagung, der ja sehr bekannt ist. Also der Weg der Erfüllung bedeutet, ich habe ein Karma, ich habe ein man könnte auch sagen, ein Schicksal oder ein Lebensweg, der in bestimmter Art und Weise schon vorherbestimmt ist. Also es ist klar, durch meine Kindheitstraumata, durch die Art, wie ich erzogen wurde, schon durch die Schwangerschaft, die meine Mutter mit mir erlebt hat, wird ein bestimmtes Karma in die Person imprägniert und das rollt sich dann aus, wenn der Mensch sein Leben lebt. Und dieser Weg, der ganz normal und natürlich vor einem sich entfaltet, das ist ein spiritueller Weg, indem du nämlich alle Karmas, die dir begegnen, nicht zur Seite drängst oder überspringst oder versuchst zu vermeiden oder einfach stillstehen bleibst und dich gar nicht mehr weiterentwickelst, sondern sie erfüllst. Das heißt, wenn du es vorstellst, so ein Karma ist dann wie so ein Loch vor dir und plötzlich geht es nicht weiter und dann holst du dir eine Schaufel und Sand und dann schaufelst du das zu mit viel Arbeit und Mühe und dann hast du das ebenerdig und du läufst darüber hinweg, du schaust dich um und das Loch ist weg. Und das ist das, was ich unter Erfüllen verstehe. Und das ist für jede Person tatsächlich völlig anders. Okay, ja. Aber es gibt da bestimmt ein Strauß von Praktiken und die du anwenden kannst oder die dann der Adept anwenden kann, um halt in die richtige Richtung zu gehen und in die Richtung zu gehen, dass die Energie, die Kundalini-Shakti aufsteigt. Ja, wie gebe ich da jetzt eine gute Antwort drauf? Ja, das gibt es natürlich, das ist klar. Also ich meine, das habe ich auch schon benannt, das ist der Hatha-Yoga, der Laya-Yoga und ist das erotische Tantra, also die erotischen Aspekte des Yogas oder des Tantras. Das ist im Prinzip, da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten und nicht jeder und jede Praktizierende muss alle Möglichkeiten erlernen. Bei mir zumindest nicht. Es gibt Lehrer, die das machen. Da werden alle durch die gleichen Kurse gejagt und müssen dann irgendwie unterwegs feststellen, was zieht mich jetzt am meisten an. Ich mache das anders, weil ich denke, die Zeit eines normal arbeitenden Menschen, vielleicht sogar noch mit Kindern, ich habe derer 5, ist begrenzt, ja, und ich kann, wenn ich das mit Hingabe machen will, nicht noch eine Art Vollzeitstudium der tantrischen Lehren machen, sondern ich muss mich einfach dem widmen, was auf meinem eigenen Weg relevant ist. Und da übergebe ich dann sozusagen die Auswahl meinem Lehrer, natürlich in einer Kommunikation mit dem Lehrer. Ich probiere immer auf Augenhöhe den Leuten zu begegnen. Ich mag kein Guru-Getue oder so. Ja. Das ist, finde ich, nicht angepasst, nicht angebracht im Westen und auch nicht in unserer Zeit. Ja, und außerhalb, wenn jemand sagt, okay, ich möchte auch gerne
unterrichten. Das ist mir bisher nur ein halbes Mal passiert. Und ein halbes Mal, weil die Person sich dann wieder zurückgezogen hat nach einiger Zeit. Das war wahrscheinlich doch viel. Und wenn, wie soll ich sagen, wenn du, im Prinzip kann es sehr unterschiedlich sein. Ich habe zwar Steigeisen, die nacheinander kommen am Anfang. Zum Beispiel ist es so, dass ich die Leute zuerst mit bestimmten erotischen Grundprinzipien konfrontiere, kann man fast sagen. Ja? Und wenn die Leute das schaffen, da durchzugehen innerhalb eines oder zweier Jahre, dann können sie danach auch eine Einweihung in den Laya-Yoga kriegen. Und normalerweise fängt man dann an, in der Tradition mit Ganesha. Ganesha ist der Herr der Hindernisse, das heißt, du wirst erstmal mit deiner ganzen Grundproblematik in deinem Leben, das müssen nicht unbedingt emotionale Dinge sein, das kann zum Beispiel auch sein, dass du einfach zu wenig Geld hast, ja, und immer dem Geld hinterherrennen musst, ja, und das ist so eine Grundproblematik, die löst sich dann, wenn du das auf die richtige Art und Weise machst. Nicht unbedingt dadurch, dass du mehr Geld verdienst, sondern vielleicht auch dadurch, dass du weniger brauchst. Und dann, da gibt es dann das erste Ganesha-Mantra, das ist, um die Hindernisse zu sehen, das zweite Ganesha-Mantra, um die Hindernisse aufzulösen, und dann gehst du vielleicht in ein Shiva-Mantra. Andere Leute sind ganz klar, die sind ganz klar orientiert an den weiblichen Aspekten der Gottheit, so wie ich zum Beispiel, und da ist das Shiva-Mantra nicht wirklich relevant. Kommt dann auch immer darauf an, sind das Männer, sind das Frauen. Andere Leute möchten sich gerne in die Chakra-Lehre vertiefen, andere Leute möchten gerne Yantras studieren oder sich mit ayurvedischem Kochen beschäftigen oder Mazerate von Kräutern ziehen oder sich mit Jyoti, also der vedischen Astrologie, beschäftigen und. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und nicht alle kann ich anbieten, muss ich dazu sagen. Aber ich kann den Leuten sagen, du, ich glaube, das wäre was für dich. Guck da mal rein. Ja? Und dann, wenn ich das nicht selbst unterrichten kann, und dann schicke ich Leute auch durchaus zu anderen Lehrern. Ja? Also, ja. Bist du derjenige, der einen Weg vorschlägt, oder kommt eher der Adept zu dir und sagt, ich würde gerne in diese Richtung gehen, das interessiert mich oder da zieht mich hin? Also es ist generell so, die Dinge, die der Adept nicht will, sind die Dinge, die er machen muss. Okay. Das ist ganz simpel. Ja, die Leute sagen immer zu mir, du, ich würde gerne so und dies und das, aber das mache ich nicht. Dann sage ich, da fangen wir damit doch gleich mal an. Ja, warum hast du da jetzt ein Problem mit? Das ist doch so schlimm gar nicht. Und dann, wie soll ich sagen, das sind halt diese Punkte, diese Gräben, die man ausgehoben hat in früheren Leben, durch die Erziehung, was weiß ich, wie man es auch immer sehen möchte, und die du dann erfüllen musst. Ja? Es geht nicht so sehr darum, Heilung kann eine Erfüllung sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass jemand wirklich, beispielsweise jetzt mal, um nochmal zurückzugehen auf Advaita, die ich ja auch ganz gut kenne, wenn jetzt jemand wirklich einen Missbrauch mitgemacht hat in seinem Leben, und dann ist es nicht wirklich angebracht, bestimmte tantrische Techniken, sexuelle, erotische Techniken zu praktizieren, bevor du da nicht irgendeine Heilung hast stattfinden lassen können. Aber das ist nicht das, was ich anbiete. Also würde ich sagen, mach doch mal das Primal bei der Advaita und dann können wir danach gucken, ob das schon reicht oder ob du vielleicht noch Einzelsitzungen brauchst und so weiter und so fort. Und dann gehen wir in die Dinge, die für dich als nächstes anliegen. Okay. Ja. Wenn ich das so mal kurz zusammenfasse, ist das Ziel vom traditionellen Tantra, die Energie zu steigern und aufzubauen.
Aber wie schafft man es, dieses Energielevel zu halten und noch weiter zu steigern? Schau. Du, Energie ist etwas, das hast du im Leben immer dann, wenn du es brauchst. Also es sollte da sein, wenn du es brauchst. Zum Beispiel, ich habe meine wichtigste tantrische Partnerin erst relativ spät in meinem Leben kennengelernt. Und das ist so eine klassische Situation. Mann in der Midlife Crisis trifft junge Frau, ja. So kann man das von außen her beobachten. Ich selbst habe es nicht so erlebt, aber ich war 45, sie war 22. Wir sind seit 16 Jahren zusammen und haben zwei kleine Kinder miteinander. Das ist Kind 4 und 5 bei mir. Ich habe eine Tochter, die ist 31 und hat selbst schon ein Kind. Und dann noch eine von 15 und noch eine von 17. Und ich hatte das eigentlich abgeschlossen. Ich hatte keine Lust mehr auf Beziehungen. Ich fand das einfach nur nervraubend, nervtötend und sehr anstrengend und hatte auch nicht die besten Erfahrungen damit gemacht, mit dieser Alltagsbeziehung. Sexualität schon, tantrische Sexualität auf jeden Fall. Und dann plötzlich kommt dieser Mensch in mein Leben, diese junge Frau, wo wir wie füreinander gemacht sind. Und wenn du als Mann in meinem Alter ein dreijähriges Kind hast, brauchst du viel, viel mehr Energie als die anderen Männer in meinem Alter. Und diese Lücke, die es da gibt, die fülle ich vor allem durch tantrische Sexualität, indem ich mein Energielevel so hoch halte, dass ich tatsächlich noch mit einem dreijährigen Kind umgehen kann. Hinzu kommt, dass meine Frau mehr arbeitet momentan als ich und ich sehr viel zu Hause bin, ein bisschen Haushalt mache, die Küche unter mir habe und so weiter. Und dieses ganze Themenfeld versuche abzudecken, was ich früher auch nicht gemacht hatte. Und das erfordert auch für mich einen hohen Energieeinsatz. Also in dem Moment, wo man die Sachen braucht, und dann hat man verschiedene Techniken und Möglichkeiten, um tatsächlich ein hohes Energielevel zu bekommen und auch zu halten. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in ein Retreat gehe und ich meditiere 10 Tage lang nur und treffe vielleicht eine Shakti, also eine tantrische Partnerin einmal am Tag für ein Ritual oder eine meditative Vereinigung und habe sonst keinerlei Kommunikation und tue auch weiter nichts, dann brauche ich nicht so viel Energie. Ja, dann lasse ich sie los und konzentriere mich auf das, was ich tatsächlich benötige. Und das ist ein möglichst reines Energiekleid, mit dem ich dann die Möglichkeit habe, um die Kundalini-Shakti aufsteigen zu lassen und große Zeiträume in hohen Bewusstseinszuständen zu verbringen. Kann man ja im Alltag auch nicht jederzeit. Ne? Ist die Frage beantwortet? Ich überlege gerade noch. Nee, für mich noch nicht so ganz. Ja. Du hast ja, wie schaffst du das, dass du die Energie bleibst? Und wie schaffst du die Energie aufzubauen? Was für Methoden gibt es da zum Beispiel? Also ist zum Beispiel so. Man sublimiert die Energie. Das heißt, ich habe in den unteren Chakras habe ich sehr, sehr viel Energie. Ja, für Frauen ist das viel intensiver als für Männer, solange sie zumindest noch im Zyklus sind. Ja, das ändert sich dann mit der Menopause. Aber solange eine Frau im Zyklus ist, merkt sie ja, was diese Energie jeden Monat mit ihr macht. Das ist ja eine Achterbahnfahrt für viele Frauen. Und Männer haben das auch, aber es ist leichter zu sehen an einer Frau. Ja, oder als Frau erlebt man es leichter als Mann. Also deswegen haben Frauen auch im Tantra einen unverkennbaren Vorteil Männern gegenüber. Ja? Und jetzt ist es so, dass diese Energie
in den unteren Chakras eine Art grobe Energie ist, wenn ich es die primäre sexuelle Energie oder die Energie, die nach unten wegfließt, Apana Vayu nehme oder so, wenn ich es diese Sachen mir angucke, das sind sehr grobe Energien, die sicher in einem emotional labileren Zustand nicht so leicht zu handeln sind. Im Tantra gehe ich hin und versuche alle Chakras nach oben hin nicht nur zu öffnen, sondern auch zu entwickeln. Das heißt, ich habe die Kapazität, um sehr viel Energie, die von unten kommt, auch in meinem Herzen halten und containen zu können. Ja? Auch im Kehlchakra, auch im dritten Auge. Und wenn ich jetzt bestimmte tantrische Methoden praktiziere, dann nehme ich diese Energie auch durchaus beim Sexualakt und ziehe sie nach oben durch alle Chakras hindurch. Und in jedem Chakra, in dem sie ankommt, wird die Energiefrequenz erhöht. Und dadurch, dass die Energiefrequenz erhöht wird, ist die Energie leichter handelbar. Das heißt, am Ende lasse ich dann die Energie aus Sahasrara, aus dem Scheitelzentrum, nach unten durch die Aura hinabregnen, fange sie mit den untersten beiden Chakras wieder auf und füttere sozusagen meine untersten Chakras mit sexueller Energie, die aber in einem viel höheren Schwingungszustand ist und dadurch leichter zu handeln ist. Kommt das an, was ich da erzähle, oder ist das... Also es ist schwierig zu verstehen, wenn man das nicht praktiziert, wie dann halt die Energie aus dem oberen Chakra heraustritt und dann wieder unten eintritt. Ich will es mal anders erklären. Nehmen wir doch mal das Beispiel Öl, Erdöl. Ja? Unten im untersten Chakra hast du, wie nennt sich das, Schweröl. Ja? Das, was du, womit auch die Schiffe fahren, die Tanker und so, ne? Ja, im zweiten Chakra, im nächsten Chakra hast du Heizöl. Im dritten Chakra hast du Diesel, im vierten hast du Benzin, im fünften hast du Super, im nächsten hast du Kerosin und dann ist es verdampft. Ja, und dann senkt es sich langsam wieder ab und dann sammelst du unten diesen verdampften, raffinierten Treibstoff ein. Und tust ihn in den Tank von deinem Wurzelchakra und deinem Sexchakra. Denn eine andere Konsistenz hat als das Öl, was vorher in unserem Chakra war. Genau. Okay. Und das ist generell die Methode. Ist trotzdem schwierig zu verstehen, wenn man die Praktiken nicht kennt, die dahinter stecken. Ja, das, was heißt, es ist schwierig zu verstehen. Es erschließt sich, wie alles, was Tantra ist, durch die Praxis. Ne? Also es ist, man kann lange über Tantra reden und trotzdem keine Ahnung davon haben. Ja? Also es gibt auch bestimmte tantrische Dinge, von denen habe ich keine Ahnung. Ja? Da weiß ich nur die Theorie und ansonsten kann ich nicht nachempfinden, wie das funktioniert. Aber das, was ich eben erklärt habe, das ist sozusagen die Grundbeschäftigung, mit der du dich als Tantriker jeden Tag beschäftigst. Ja. Okay. Kannst du mal beschreiben, wie es sich anfühlt, wenn die Energie, wenn die Kundalini-Shakti komplett aufsteigt? Was passiert da? Okay. Ich kann das probieren, ja. Also, ich mache jeden Morgen eine bestimmte Sublimierungstechnik während meiner ersten Meditation am Tag. Und wenn ich in einem sehr dichten Bewusstseinszustand bin und körperlichen Zustand, und dann habe ich, während ich das mache, das Gefühl, ich könnte jeden Moment sterben. Ja, weil Kundalini Shakti löst sich ein einziges Mal im Leben spontan
bei jedem Menschen, und das ist im Augenblick des Todes. Dann verlässt Kundalini Shakti wieder den Körper. Weil Kundalini Shakti ist sozusagen die Energie, die den Körper nicht nur am Leben, sondern auch in seiner materiellen Form hält. Gleichzeitig ist Kundalini Shakti geprägt durch die Frequenz, in der sie sich befindet, sprich den Zustand des Bewusstseins von, was man dann sagt, Shiva. Ja, Shakti und Shiva ist ja immer so dieses Ding. Ne? Also das Bewusstsein, das göttliche Bewusstsein, was in dieser Frequenz schwingt und dadurch diese Existenzebene manifestiert. Also jede Existenzebene manifestiert. Ach, das ist wieder so kompliziert. Ich wollte mehr darauf hinaus, wie fühlt es sich an? Wie erfährt man? Ja, ich weiß schon. Und dann steigt das auf. Dann steigt das auf, und an manchen Tagen, wenn das sehr schwer ist für mich, habe ich wirklich das Gefühl, ich sterbe jetzt gleich. Und an anderen Tagen ist es wie ein sehr angenehmes Fließen. Hinauffließen. Tatsächlich durch die Nadis. Ja? Es kann auch sein, dass die Nadis nicht gereinigt sind, also das sind die Meridiane. Also die Energiekanäle, um das die mal zu übersetzen. Ja, Energiekanäle, dass sie nicht gereinigt sind. Und dann kann es sein, dass sich das entlädt im Körper und man ein unkontrollierbares Zucken im Körper hat, weil Kundalini Shakti ins Nervensystem sich einspeist. Es kann auch sein, dass du bestimmte, beispielsweise im Sexchakra, dass es sich dann dort entlädt und dass du Visionen kriegst. Oder es kann sein, dass du, wenn es schlimm kommt, dass man Verdauungsstörungen kriegt. Es kann sein, dass man Identitätsprobleme kriegt. Es kann sein, dass man ständig nur in einem Zustand der Euphorie sich befindet. Und. Das kommt wirklich auf die Person an und auch auf den Entwicklungsgrad der Person. Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass der Aufstieg der Kundalini-Shakti, der Aufstieg der Energie, nicht immer unbedingt sehr schön sein muss, sondern auch sehr schmerzhaft und sehr verwirrend oder wie auch immer, also auch sehr unangenehm sein kann. Das kommt halt drauf an. Schau, ich bin Kali-Verehrer. Für mich ist der Tod der Bruder, mit dem ich durchs Leben gehe. Ja, also ich als Kali-Verehrer kannst du nicht davon ausgehen, dass irgendetwas im Leben Bestand hat, zum Beispiel. Alles verändert sich die ganze Zeit. Und die Dinge, wenn sie zu reif gekommen sind, und dann sterben sie. Andere Leute haben das nicht. Andere Leute haben andere Veranlagungen, haben andere göttliche oder kosmische Prinzipien, denen sie zugehören. Ja, das ist wieder, wie ich sage, sehr individuell. Und für mich ist das so. Das muss aber nicht für jeden so sein. Es kann Leute geben, bei denen das einfach nur klasse ist. Und es gibt Leute, bei denen es einfach sich nur schrecklich anfühlt und alles dazwischen. Aber was machst du mit den Menschen, die eine Kundalini-Shakti-Erweckung haben und die dann irgendwelche Symptome haben, die sie nicht mehr loswerden, die schwer für sie sind und die darunter leiden? Was kann man da machen? Ja, es gibt öfter Leute, die zu mir kommen und mit so einer Problematik auch. Und es ist sehr schwierig, Leute in diesem Zustand, der ja schon sozusagen, es sind ja schon ein Stück Weg gegangen, vielleicht in die vollständig falsche Richtung. Und um diese Leute abzuholen und sie dann dorthin zu bringen und wo dann die Dinge wieder in Harmonie kommen. Was mache ich mit solchen Leuten? Das ist auch immer wieder die Frage, die ich mir stelle. Das ist für jede Person anders. Aber das Wichtigste an der Geschichte ist,
Und da sind wir dann bei einem Punkt, der für westliche Adepten sehr schwierig ist. Das ist, du entscheidest dich für einen Lehrer und du vertraust diesem Lehrer. Und zwar auf Gedeih und Verderb. Und wenn du dazu nicht bereit bist, und dann kommst du auch nicht aus deiner Misere heraus. Du musst sozusagen, und das ist das Schwierige, in so einer Situation musst du nicht die Verantwortung abgeben, aber du musst vom Steuer wegtreten und sagen, bitte führe du mich durch diese Angelegenheit hindurch. Und dann kann man sicher sein, zumindest wenn die Dinge schon im Argen liegen, was öfter vorkommt. Also es gibt Leute, die schon zu mir kamen und sagen, ich weiß nicht mehr aus noch ein, ich habe das Gefühl, ich werde verrückt oder ich habe seit kurzem nur noch Selbstmordgedanken und so weiter und so fort. Und dann muss ich zu diesen Leuten einfach sagen, pass auf, ich kann dir helfen, aber nur, wenn du ab jetzt tust, was ich dir sage. Und wenn du nicht dazu bereit bist, zu tun, was dir der Lehrer sagt, und dann kann dir auch nicht geholfen werden in so einer Situation. Zumindest meiner Erfahrung nach nicht. Es kann aber sein, dass ich einfach der falsche Lehrer bin in dem Moment und dass man sich jemanden anderen suchen muss, der einem vom Charakter und von der Persönlichkeit her mehr entspricht. Das geht auch. Also das ist nicht gesagt, dass jetzt jeder Mensch zu mir kommen muss, der Kundalini-Probleme hat. Und ja, ich möchte nur damit sagen, es ist sehr schwierig, wenn dieser Prozess bereits angefangen hat und nicht in den richtigen Bahnen läuft. Und ich sage das auch deswegen, weil das bei mir genau so war. Ich habe einen Leidensweg hinter mir und ich wurde spirituell energetisch geheilt von diesem Yogi Devnath, von dem ich vorhin erzählte. Und ich weiß, dass dies nur möglich ist mit absoluter Hingabe dem Lehrer gegenüber. Wenn du das nicht kannst in dem Moment und dann such dir jemanden, bei dem du es kannst, dann ist das einfach der Falsche oder die Falsche. Ist es denn bei deinen Adepten, bei deinen Schülern so, die du jetzt von Anfang an lehrst und unterrichtest, dass die nach und nach Fortschritte machen und dann, wenn sie in problematische Bereiche vordringen, dann kannst du ihnen auch helfen. Das hast du bis jetzt hinbekommen. Also bei den Leuten, die wirklich bei mir angefangen haben, gibt es nicht solche Probleme. Okay. Ja, die kriegen natürlich auch Probleme, klar. Ja. Also ich meine, Kundalini zerstört deine Identifikation mit dem, was du glaubst, wer du bist. Ja. Und Anhaftungen. Anhaftung. Ja, naja, ja doch, schon, kann man schon sagen, ja. Also das du was weiß ich, du denkst vielleicht, du bist ein unglaublich erfolgreicher, von Natur aus erfolgreicher Mensch, und dann wirst du mit der Nase drauf gestoßen, dass du einfach nur nicht um dich schaust, ja, und zu sehr mit dir selbst beschäftigt bist, ja, zum Beispiel. Ja, okay. Oder du denkst, dass du eine gute Mutter bist und stellst dann fest, ja, ich habe eigentlich die Dinge, die ich meinen Kindern hätte vorleben sollen, vermieden. Und ich habe meine Kinder zu anpassungsfähigen Menschen gemacht, aber nicht zu überlebensfähigen Individuen. Was weiß ich? Ja, also man kann sich da alles Mögliche ausdenken. Und das passiert durch Kundalini Shakti. Also Kundalini Shakti, die zeigt dir, hier, da musst du dich selbst gerade rücken. An der Stelle musst du anders, dich anders an die Sache rangehen. Lasse dein Sicherheitsstreben los und sei mehr in deiner persönlichen Authentizität. Tue nicht, was die anderen wollen, sondern finde heraus, was du selbst willst und so weiter. Diese ganzen Dinge, die man ja auch kennt.
Okay. Ich schaue mal gerade auf die Uhr. Es ist schon gut eine Stunde her, dass wir angefangen haben. Deswegen eine Abschlussfrage. Wenn jemand zu dir kommt und dich fragt, ich überlege mir, ob ich den neotantrischen Weg nehme oder ob ich den traditionellen tantrischen Weg nehme, was wäre dein Hauptargument für den traditionellen tantrischen Weg? Ach, ich würde den gar nicht verteidigen. Ich würde den gar nicht. Ich bin ja kein Missionar, ne? Also Aber was das. würdest du aus deiner Erfahrung heraus sagen, was da die Vorteile wären? Oder was, oder wo du die Vorteile für dich gesehen hast, als du diesen Weg eingeschlagen hast? Also, die Vorteile liegen in folgender Herangehensweise meines Erachtens. Auf dem neotantrischen Weg kommst du spirituell weiter, indem du deine Psyche, deine Persönlichkeit, deine Gefühle und so weiter und so fort an den Stellen, wo sie im Argen liegen, heilst. Auf dem traditionellen tantrischen Weg kommst du spirituell weiter, obwohl du Probleme hast, Narben, Traumata und so weiter und so fort. Und das empfinde ich als einen Vorteil. Okay, das heißt, ich übersetze das mal, man nimmt quasi eine Abkürzung, um dann halt in die Richtung zu kommen, dass die Energie aufsteigt, in die Richtung, dass man erwacht und so weiter. Genau, jetzt ist es so, man muss dabei berücksichtigen und im Auge behalten, dass du durch ein spirituelles Erwachen, durch eine spirituelle Erleuchtung oder Befreiung nicht zu einem besseren oder sozial verträglicheren Menschen wirst. Ja, also es gibt, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, das kommt nicht von mir. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wer das zuerst gesagt hat. Es könnte Daniel Odier gewesen sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat dieser Kollege von mir, dieser traditionelle tantrische Lehrer, hat gesagt, wenn du zum Beispiel ein Arschloch hast, was erleuchtet wird, dann hast du ein erleuchtetes Arschloch. Das ist ein Vorteil und das ist ein Nachteil. Okay, dann vielen Dank, lieber Johannes Garnisch, Ja, für deine danke dir, Ausführungen. Klaus. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich mich dann jetzt auch von den YouTube-Gästen verabschieden, die dieses Video angeschaut haben. Vielen Dank, dass ihr hier hingeklickt habt und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch mal in meinem Kanal weiter stöbern, was da noch für Videos sind, beziehungsweise dort auch den Kanal abonnieren. Die Gäste, die hier jetzt drin sind, die können noch hier drin bleiben und danach live Fragen stellen. Und bis dahin, ja, das heißt bis dahin, an dieser Stelle sage ich dann Namaste und auf Wiedersehen und schön, dass ihr da wart und hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ja, genau. Tschüss. Namaste.